Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit der Antwort auf die Frage, soll ich ihr sagen, dass ich sie mag? Soll ich der Frau sagen, dass sie mir gefällt? Das ist eine Frage, die kriege ich immer wieder. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem YouTube-Zuschauer geschrieben in den Kommentaren, der so ein bisschen erzählt hat, dass er da eine Frau hat und er versucht so ein bisschen nicht zu zeigen, wie sehr sie ihm gefällt und möchte sie nicht verlieren. Er hat Angst, sie zu verlieren, deswegen zeigt er eben lieber nicht zu viel Interesse. Und witzigerweise ist das eine Frage, die ich öfter bekomme. Ich habe schon mit Männern telefoniert. Ich erinnere mich an einen 50-jährigen Mann, der mir erzählt hat, ja Tim, ich habe mit der Frau alles gemacht, ich habe ihr beim Umzug geholfen, ich habe ihre Wände gestrichen, aber irgendwie funktioniert es immer noch nicht. Und immer wieder kommt diese Frage auf und das sagen die auch manche Dating-Coaches, wie viel Interesse soll man zeigen? Soll man ihr sagen, dass man sie mag? Soll man ihr sagen, dass sie einem gefällt? Ja, es gibt Dating-Coaches, die sagen dir, du kannst es nur schaffen bei einer Frau, wenn du so lange wie möglich nicht zeigst, dass sie dir gefällt und dann irgendwann sozusagen durchs Hintertürchen dann die Sache abschließt. Das ist das, was manche Dating-Coaches dir sagen. Und mit dieser Frage möchte ich heute ein für alle Mal aufräumen. Was man zuerst mal verstehen muss, ist, dass immer dann, wenn wir der Frau nicht sagen, dass sie uns gefällt, machen wir das aus Angst. Ja, du hast Angst vor Ablehnung, wenn sie Nein sagen könnte. Du hast Angst, sie zu verlieren, wenn du rausfindest, oh, sie will ja gar nichts von dir. Oder du hast generell Angst, zu dem zu stehen, was du willst. Und ich gebe dir mal einen allgemeingültigen Satz mit. Und von allgemeingültigen Sätzen gibt es sehr wenige. Und deswegen bin ich froh, dass es diesen hier gibt. Der ist ganz wichtig und jedermann sollte ihn kennen. Wenn du irgendwas aus Angst heraus motiviert machst, was mit Frauen zu tun hat, wenn irgendein Verhalten von dir gegenüber Frauen aus Angst motiviert ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das negative Folgen für dich haben wird. Negative Folgen auf deinen Erfolg mit Frauen. Wenn du aus Angst kommst, gibt es Probleme. Frauen sind in der Hinsicht wie Hunde und verstehe mich nicht falsch, nicht im Sinne von, nicht der schlechte Vergleich, Frauen sind wie Hunde, sondern Frauen sind wie Hunde insofern, dass sie deine Angst riechen. Und wenn sie deine Angst riechen, dann greifen sie an im übertragenen Sinne. Frauen spüren also deine Angst. Und Frauen spüren es, wenn ein Mann ihnen mit Angst entgegentritt oder etwas aus Angst nicht tut oder etwas aus Angst tut. Und es gibt kaum eine Sache, die du machen kannst, um schneller unattraktiv für eine Frau zu werden. Warum ist das so? Eine Frau möchte halt einen starken Mann an ihrer Seite haben, auf den sie sich verlassen kann, an den sie sich anlehnen kann. Und wenn ein Mann sein ganzes Leben heraus aus Angst handelt, dann kann sie sich offensichtlich nicht auf ihn verlassen. Dann wird er in dieser Welt, in der wir hier leben, wahrscheinlich auch nicht besonders gut zurechtkommen. Und das ist nicht besonders attraktiv für eine Frau. Dazu muss ich sagen, wenn du dann mal Angst hast, wenn du Frauen ansprichst und du hast irgendwie Angst beim Ansprechen, machst es aber trotzdem, darfst du gerne zu deiner Angst stehen. Du kannst gerne sagen, hey, ich habe Angst, so ist es in dem Moment, alles cool, ganz entspannt. Wenn die Angst da ist, dann sei auch mit der Angst, körperlich gesehen. Nicht gegen die Angst gehen, nicht Widerstand gegen die Angst aufbauen, das macht keinen Sinn. Sei mit der Angst, wenn sie da ist, aber schau, dass du dein Leben generell in eine Richtung entwickelst, in der dein Leben nicht so sehr angstgesteuert ist. Und ich weiß, bei vielen Männern, die wenig Erfolg mit Frauen haben, ist ihr Leben sehr angstgesteuert. Check das mal bei dir selbst, denk mal darüber nach, was sie gerade gesagt haben und guck mal, ob das auch auf dich zutrifft. Also, solltest du der Frau jetzt sagen, dass sie dir gefällt oder dass du sie magst? Die Antwort ist eindeutig ja, denn alles andere ist immer nur aus Angst handeln. Ja, du hast Angst vor Ablehnung, aber auch Angst vor Ablehnung. Dem Leben eines Mannes, einer jeden Person, gehört Ablehnung dazu. Deine Entwicklung hin zu einem Mann erfordert von dir, dass du dich mit Ablehnung auseinandersetzt, denn es wird immer Leute geben, die nicht zu dir passen. Es wird immer Leute geben, wo du das eine möchtest und sie möchten das andere. Sie sind so drauf, du bist so drauf und es passt einfach nicht. Und Ablehnung sorgt dann dafür, dass ihr euch trennt und beide richtige Personen finden könnt, die wirklich zu euch passen. Deswegen ist Ablehnung ganz wichtig und du musst lernen, mit Ablehnung umzugehen. Du kannst nicht vor Ablehnung davonlaufen. Das funktioniert nicht. Dann entwickelst du dich nicht weiter und wirst im Leben es immer schwer haben. Ablehnung ist ganz, ganz wichtig und du musst lernen, damit umzugehen. Deswegen sag der Frau, wenn sie dir gefällt, sag der Frau, was du von ihr willst. Kommuniziere klar und deutlich. Du gehst ja auch nicht zu Burger King und sagst, oh, wenn es ja unter Umständen, wenn es jetzt nichts ausmacht, eventuell, also wenn du jetzt Zeit hast und vielleicht komme ich auch morgen wieder und also nur wenn es echt keinen Umstand macht, würde ich gerne einen Cheeseburger haben.
sondern du gehst hin und sagst, ich möchte einen Cheeseburger. Und dann bekommst du deinen Cheeseburger. Ja, du kommunizierst ja auch in anderen Lebensbereichen klar. Warum dann nicht in diesem Lebensbereich? Weil wenn du nicht klar kommunizierst, wenn du Angst vor der Ablehnung hast, dann sorgt das nur dafür, dass du deine Zeit mit Frauen verschwendest, die nichts von dir wollen. Dann streichst du 6 Monate lang die Wohnung und alle Wände und findest dann raus, die Frau will gar nichts von dir. Stattdessen hättest du diese 6 Monate nutzen können, um andere Frauen kennenzulernen, die tatsächlich was von dir wollen. Keine Angst vor Ablehnung. Ablehnung gehört dazu. Fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Angst davor, die Frau zu verlieren. Du wirst Frauen verlieren müssen. Wenn du erfolgreich in Frauen werden willst, mach dir klar, du wirst Frauen verlieren müssen. Denn du wirst Frauen treffen, bei denen passt es nicht. Und dann werdet ihr euch wieder auseinander dividieren. Du wirst die Frau verlieren. Sie wird aus deinem Leben verschwinden. Das ist ganz normal. Das ist auch okay so. So findest du die Frauen, die wirklich zu dir passen. Keine Angst davor, die Frau zu verlieren. Lern, wie man Frauen kennenlernt. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kommst du zu mir. Das musst du lernen. Sei bereit, Frauen zu verlieren. Das gehört dazu. Keine Angst davor haben. Aussortieren, Frauen aussortieren, indem du ihnen sagst, hey, du gefällst mir, hey, das will ich von dir. Und wenn die Frau das nicht will, nicht das gleiche will wie du, dann findest du halt andere Frauen, die zu dir passen. Es bringt nichts, sich auf eine Frau einzuschießen und ganz, ganz vorsichtig zu sein und versuchen, keinen falschen Schritt zu machen und dann bekomme ich sie vielleicht irgendwann. Schon allein die Tatsache, dass du so vorgehst, dass du so vorsichtig vorgehst, um nichts Falsches zu machen, das sorgt schon dafür, dass du diese Frau niemals bekommen wirst. Du kannst Frauen nur mit Mut bekommen. Du kannst Frauen auch nur bekommen, wenn du was riskierst. Nicht, wenn du Angst hast. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden, dieses Konzept. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du dazu noch Fragen hast oder irgendeine andere Anmerkung. Auch Videoideen immer in die Kommentare, denn ich sehe das und mache Videos draus. Was für eine bessere Chance bekommst du, als mir persönlich eine Frage zu stellen, die ich quasi direkt mit einem Video beantworte? Geil, dass du dabei warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Wenn du eine Freundin finden willst, wenn du Sex mit Frauen haben willst, wenn du viele Frauen kennenlernen willst, wenn du diesen Bereich geregelt haben willst, kommst du zu mir ins Coaching. Rechts unten in der Ecke, das Video empfehle ich dir, wenn dir dieses Video gefallen hat. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.